Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht's weiter mit der History Challenge. Und wie ihr seht, ist die Familie ja eigentlich schon relativ fit. Was heißt relativ fit? Es sind aktuell von 8 Sims nur 4 Sims wach. Aber die gute Lagata, ja, ist jetzt hier gerade bei dem Murmelkreis am Spielen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, damit ich jetzt hier gleich nicht den falschen Sim älter werden lasse. Freddy's wird heute zum Kind und ich würde sagen, das nehmen wir doch auch direkt einmal in Anspruch. Also wir werden jetzt erst einmal das Merkmal herausnehmen, damit die gute Alea eben gleich in den Kuchen backen kann. Falls ihr euch fragt, warum jetzt hier auf einmal ein Doppelbett steht. Ich hatte ständig diese Monster unterm Bett und Gida und Lagata, die konnten einfach nicht mehr schlafen. Und dadurch, weil die Monster sie immer geweckt haben, haben sie eben immer die anderen Sims geweckt. Und deshalb konnten auch sie nicht mehr schlafen. Und deshalb habe ich den beiden jetzt ein Doppelbett gegeben. So, und dann schauen wir mal. Der gute Rollo, der reagiert hier auf den Windelpatzer. Aber anstatt hier auf den Windelpatzer zu reagieren, könntest du ja jetzt theoretisch einmal dem guten Jake hier die Windel wechseln, lieber Rollo. So, dann schauen wir mal, wie es Jake geht. Ihm geht es eigentlich relativ gut soweit, bis auf den Windelpatzer. Dann kannst du ihm dann hier auch einmal ein wenig im Arm wippen. So, dann haben wir das nämlich auch einmal gemacht. Wir schauen mal, wie weit Lagata mit dem Kuchen ist. So, den haben wir jetzt auch hier einmal. Dann kann Alea einmal hier die Geburtstagskerzen hinzufügen. Die Kinder müssen auch in einer Stunde in der Schule sein. Ich denke mal, wir werden dann am Nachmittag, wenn die Kinder dann ja aus der Schule zurück sind, werden wir dann hier ja einmal den Geburtstag feiern. So, liebe Alea, werf du dann bitte hier einmal alles weg. Zumindest das, was du wegwerfen kannst. Und dann schauen wir mal. Das Essen liegt noch auf dem Herd, aber es geht eigentlich soweit alles gut. Das ist ja auch nicht schlimm. Dann haben wir nämlich dann schon mal eine Möglichkeit, ja, dem guten, oder was heißt dem guten, der guten Lagata dann eben auch ein Festmahl zu servieren. So, dann werden wir hier Jake einmal, obwohl, nee, komm, lass es Alea machen, weil Alea ist ja sowieso gerade schon hier. Dann werden wir Alea, den kleinen Jake jetzt einmal hochheben lassen. Okay, sie füttert ihn jetzt auch. Dann schauen wir mal, was Annelie hat. Jetzt kommt der gute Maike zu Annelie und sagt, ich habe letzte Nacht von dir geträumt. Du wurdest vom Sensenmann verfolgt. Er hat die ganze Zeit runter auf sein Sepplet geblickt und dann zu dir. Also den Eindruck hatte ich zumindest. Ich glaube, er hatte nicht wirklich ein Gesicht. Wie auch immer. Das ist egal. Wichtig ist, dass ich das Gefühl habe, ich besitze womöglich übersinnliche Kräfte. Also das ist eine ernste Sache. Du bist in Gefahr. Und da die beiden ja sowieso beste Freunde sind, geht Annelie jetzt einfach mal nicht davon aus, dass es ein Scherz von Michael ist. Und deshalb wird sie dann jetzt sagen, okay, das macht mir schon Angst. Oh Gott, hätte ich das gewusst, hätten wir es nicht angeklickt. Denn jetzt haben wir nämlich das Merkmal vom Tod verfolgt. Annelie hat das ungute Gefühl, dass das Ende naht. Soll sie sich mit der Unausweislichkeit ihres früheren Ablebens abfinden und dann das Merkmal vom Tod verfolgt erhalten. Da ist es dann wirklich so kompliziert, die Sims am Leben zu erhalten. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Annelie das einmal annimmt, denn auch schon in der Steinzeit hatten sie halt ja diese Gefahr von dem schnellen Tod. Und vielleicht auch da schon mehr wie jetzt in der heutigen Zeit, weil eben, denn je weiter wir vorrücken, umso mehr Sicherheit gab es halt auch. So, und dann müssen wir halt jetzt schauen, dass ja hier nichts unseren Sims passiert. Und jetzt fühlt die kleine Freddy sich ja ein wenig vernachlässigt. Wir werden dann einmal ein wenig mit ihr spielen und dann werden wir sie auch einmal ein wenig knuddeln und vielleicht noch ein wenig liebevoll umarmen. So, und oh Gott, jetzt ist der Streich auch noch misslungen, den Annelie und Michael ausgeheckt hatten. Okay, die schulische Leistung hat auch nachgelassen. Ist jetzt vielleicht nicht gerade so der Bringer, weil wir ja eben gerade auch so nichts gemacht haben. So, dann wird der gute Rollo einmal hier ein wenig aufräumen und dann kann er hier einmal das gesamte Präriegras ernten. Und dann schauen wir mal, ob es der kleinen Freddy's jetzt besser geht. Ich habe mir beim Raufen wehgetan. Oh, die arme Maus. Aber ich glaube, das tut ja jetzt auch so gut, dass die Mama jetzt ein bisschen Zeit für sie hat. Dann werden wir jetzt hier einmal eine Geschichte erzählen. Und dann schauen wir mal, was sie jetzt hier hat mit Freddy's. Okay. Gefühle von ihr ignoriert.
fühlt sich von ihrem Geschwisterchen in den Schatten gestellt. Das tut mir auch sehr leid, liebe Fradies. Aber ich habe eigentlich gehofft, dass wir es damit so ein wenig, ja, abfedern können. Ja, und ich denke mal, die Familiendynamik zwischen Fradies und Orlo darf sehr, sehr gerne Spaßvögel sein. So, dann schauen wir jetzt einfach mal. Rollo, du solltest doch hier einmal das gesamte Präriegras ernten. Oh, und unsere Glockenblumen sind gewachsen. Wir werden jetzt hier einmal vorsichtshalber einen Ableger nehmen. Dann werden wir die jetzt hier einmal alle ernten. Und den Rest können wir eigentlich einmal alle verkaufen oder vielmehr einmal alle gießen. Wir haben einmal giftigen Holunder gefunden. Das ist auch schon mal gut, weil das können wir nämlich dann auch vielleicht mal anpflanzen. Okay, sie erntet jetzt wirklich alle. Ich dachte, sie erntet jetzt hier wirklich nur die Löwenmäulchen, aber egal. Wo ist denn hier dieser Stein aufgetaucht? Den habe ich vorher noch nicht gesehen. Aber na gut, Rollo, du wirst jetzt hier einmal die Eier einsammeln, dann ein wenig Futter in der Nähe verstreuen. Und dann wirst du bitte hier einmal den Stall säubern. Wir haben zwei weitere Bruteier. Und was war das? Wir haben Schokoladenei und ein orangenes Ei. Okay. Ich weiß nicht, was wir damit machen können. Aber nicht so schlimm. Wir werden dann jetzt hier einmal noch die Bruteier reinsetzen. Jetzt haben wir hier einen weiteren Klassenkameraden, den wir natürlich mal ganz kurz umstylen werden. So, da haben wir die gute Selmira. Und ich weiß auch gar nicht, wer sie eingeladen hat. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Björn sie eingeladen hat. Oder vielleicht auch Annelie, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier einfach mal schauen. Wir werden uns jetzt hier einfach mal mit Annelie einmal freundlich vorstellen. Und okay, Björn hat sie eingeladen. Wir werden sie einfach mal hier ein wenig nach Tarot fragen. Und dann kann der gute Björn hier einmal alle zum Essen rufen. Denn ich denke mal, ja, sie hat auch großen Hunger mitgebracht. Und dann werden wir jetzt hier einmal den Geburtstagskuchen in die Mitte platzieren, damit die gute Fradies auch gleich Geburtstag haben kann. So, und dann würde ich sagen, wird der gute Rollo hier noch ein wenig was ausräumen. Und Gida darf sehr, sehr gerne Smalltalk mögen. Und dann wird die gute Alea einmal hier, Moment, hier hat irgendwas gestunken, ach, hier dieser Haufen. Den werden wir dann einmal hier in den Müll platzieren und dann kann... Warum ist der denn jetzt verdorben? Okay, wir haben zu lange gewartet. Wir müssen erstmal nochmal einen Kuchen backen. So, und da haben wir es noch geschafft. Die gute Fradies hat jetzt Geburtstag und wird einfach zum Kleinkind heranaltern. Wie schnell doch die Zeit vergeht, dass wir, nicht zum Kleinkind, zum Kind, wie schnell doch die Zeit vergeht und wir haben unser nächstes Kind auf der Insel und sie wird ein fröhlicher Sim und ich würde auch mal sagen, dass sie jetzt hier einmal, ja, ein wenig an ihrer Mentalfähigkeit arbeitet, also dass sie nicht mental, sondern an ihrer Fitnessfähigkeit arbeitet und da geht die kleine Maus traurig hin. Ich weiß noch nicht, warum sie jetzt traurig ist. Ach so, okay, weil immer noch keine Aufmerksamkeit für sie übrig hat. Ich würde sagen, wir begeben uns nochmal schnell in den Cast. So, und da haben wir die gute Fradies. Und ich würde sagen, so wie die liebe Fradies jetzt hier vorm Spiegel steht und versucht, ihre Traurigkeit zu überwinden, lassen wir die Familie auch nochmal zurück. Wir werden schauen, was der nächste Tag alles so bringen mag. Wenn ihr Anregungen oder Ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und ein Abo dalasst, denn so können wir gemeinsam wachsen. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen oder Ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!